Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen, aber du warst zu dumm, zuzuhören. Nein, 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 das stimmt nicht. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man sich durch die Haus erreicht. Wenn man sich will. Ich muss sie finden. Gut, dann kommen Sie zu. Lily, bist du es wirklich? Lily. Nein! Lily! Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein! Bitte! Ich konnte nicht... Ich wollte... Ah!
Sie sind verdammt dazu, Ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann Ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind Sie wahrhaftig frei. Nein. Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Du hast auf mich geschossen. Warum? Nein. Na los. Bringen wir dich hier raus. Darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Lillys Zimmer, wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Würde ich mehr davon mit Ihnen verbringen. Was? Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann so fürchte. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lily nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian.
Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich, nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodor finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodor ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit.
Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay. Bis bald. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen.